Wir kommen zur nächsten Urkunde. In diesem Video möchte ich demonstrieren, wie ein NATO-Strap ganz einfach an einer Uhr montiert werden kann. Das gilt für NATO-Straps oder Zulus. Hier habe ich einen NATO-Strap mit dieser doppelten Schlaufe, mit diesem Sicherheitsmechanismus. Es wird wie folgt an einer Uhr angebracht. Die Federstege sind bereits drin. Die müssen also zunächst montiert werden, wenn sie nicht schon drin waren. Dann wird das NATO-Strap zunächst mal in dieser Richtung, der Bügel auf 12 Uhr in Richtung der 12 Uhr Position steht, ausgerichtet, damit es auch in die richtige, auf der Richt in die richtige Richtung schließt. Könnte es natürlich auch umgekehrt montieren, das ist aber weniger komfortabel. Dann wird das NATO-Strap hier zunächst praktisch aufgeklappt und die obere Schnalle einmal komplett hier durchgezogen. Auch durch diesen Federsteg. Das ist der erste Schritt und anschließend wird die durchgezogene Schnalle durch diesen unteren Bereich, durch die zweite Schnalle gezogen. Und damit ist das NATO-Strap montiert. NATO-Straps haben den großen Vorteil, dass das zerbrechlichste Glied an einer Uhr, nämlich die Federstege, sollten diese mal brechen, ist die Uhr nach wie vor geschützt. Denn das NATO-Strap wird ja einmal komplett durchgezogen und hat zudem noch diese Sicherheitsschlaufe, wenn mal ein Federsteg abbrechen sollte. Kann ja mal passieren, dann würde das Ganze einfach so aussehen. Sprich, die Uhr fällt nicht direkt auf den Boden, sondern hängt nach wie vor am Band. Und natürlich haben diese Bänder auch optische Vorteile. Das NATO-Strap sorgt optisch dafür, dass eine Uhr etwas, ja, in etwas mehr Fülle bekommt, sodass bei dieser Seiko 5 Sports, die ja per se recht, pardon, nicht 5 Sports, dieser Seiko 5, Beiname Military, die für eine Fliegeruhr recht kleine Abmessungen hat, da sorgt das NATO-Strap für ein etwas rustikaleres, ein etwas sportiveres Bild. Nun, das war es auch schon. Sehr einfach zu montieren, gewusst wie.